31 auf, Entschließung zu der Förderlücke für ausbildungs- und studienwillige Personen. Das ist ein Antrag des Landes Baden-Württemberg. Hier liegt jetzt die Wortmeldung von Herrn Minister Lucher aus Baden-Württemberg vor. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit unserem Entschließungsantrag wollen wir eine Förderlücke schließen, die derzeit Asylbewerberinnen und Asylbewerber daran hindert, eine Ausbildung oder ein Studium aufzunehmen, obwohl sie eigentlich alle Voraussetzungen dafür mitbringen. Nach 15-monatigem Aufenthalt tut sich vor allem für Gestattete und zum Teil auch für Geduldete ein Loch auf. Wenn Sie eine Ausbildung oder ein Studium beginnen, verlieren Sie Ihre Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Vorrang soll dann die Ausbildungsförderung haben. Aber diese Leistungen erhalten Sie auch nicht, weil dann andere Ausschlussklauseln greifen. Diese unbefriedigende Situation resultiert aus dem nicht abgestimmten Zusammenspiel von Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz und Sozialgesetzbüchern. In bestimmten Fällen erhalten Gestattete und Geduldete mit Voraufenthaltszeiten von mehr als 15 Monaten bei der Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studiums trotz eines Bedarfs überhaupt keine Leistungen. Wir halten diesen Punkt für so bedeutsam, dass es sich lohnt, sich mit diesem Thema gesondert und intensiv zu befassen. Denn an kaum einer anderen Stelle werden die integrationspolitisch untragbaren Konsequenzen von nicht ineinandergreifenden Regelungen in unterschiedlichen Gesetzen so deutlich wie hier. Nach der derzeitigen Rechtslage kann es so zu der absurden Situation kommen, dass sich ein ausbildungswilliger junger Mensch schlechter stellt, wenn er eine Ausbildung oder ein Studium aufnimmt, als wenn er es sein lässt. Das macht weder Integration noch Arbeitsmarkt oder wirtschaftspolitisch Sinn. Im Gegenteil, es ist zutiefst kontraproduktiv. Wir hemmen damit die Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studiums und den erfolgreichen Abschluss des Bildungsgangs. Wir schaffen Rechtsunsicherheit bei den Betroffenen und Betrieben und wir lassen unseren Leistungsbehörden nur ausnahmsweise den Rückgriff auf Härtefallregelungen. Diese Einzelfalllösungen schaffen weder Rechtssicherheit, noch werden wir damit den Menschen und ihren Lebenslagen gerecht. Hinzu kommt, dass es nicht im Einflussbereich der Asylsuchenden liegt, ob das in Bundeszuständigkeit durchgeführte Asylverfahren länger als 15 Monate dauert und damit den Leistungsbezug gefährdet. Meine Damen und Herren, die derzeitige Förderlücke kann niemand wollen und sie hat auch keiner gewollt. Sie ist nicht Folge einer bestimmten politischen Intention, sondern Folge eines unglücklichen Zusammenwirkens verschiedener Gesetze. Darum sollte es uns ein gemeinsames Anliegen sein, hier nachzubessern und die Förderlücke schließen. Die Länder haben die Bundesregierung bereits mehrfach auf das Problem hingewiesen und gefordert, die leistungs- und förderrechtlichen Vorschriften so anzugleichen, dass Ausbildung oder Studium nicht durch das Leistungsrecht verhindert und konterkariert werden. Wir wollen zugewanderte Menschen dazu motivieren, sich in unser Land zu integrieren. Das kann nur erfolgreich sein, wenn wir Ausbildung fördern und Arbeitsmarkthürden abbauen, wenn wir Anstrengung einfordern, damit aber auch Aufstiegschancen verbinden. In Baden-Württemberg haben wir die Erfahrung gemacht, Ausbildung und Arbeit sind der Integrationsmotor
schlechthin. Ich bin mir sicher, dass das auch für alle anderen Länder gilt. Und Herr Dr. Altusmann, ich bin Ihnen dankbar für Ihre vorherige grundsätzliche Einführung, auch die Tatsache, dass 30 Milliarden Bruttosozialproduktsverlust, weil wir keine Fachkräfte haben. Wir können uns es wirtschaftlich wie gesellschaftspolitisch nicht erlauben. Das passt sehr gut zu unserer heutigen Gesamtdebatte. Deshalb hoffen wir, dass unser Anliegen länder- und lagerübergreifend geteilt wird. Und wir bitten Sie, unseren Entschließungsantrag zu unterstützen. Vielen Dank, Herr Minister Lucher. Ich weise, es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor, und ich weise die Vorlage folgenden Ausschüssen zu: dem Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik federführend, sowie dem Finanzausschuss, dem Ausschuss für Innere Angelegenheiten, dem Ausschuss für Kulturfragen und dem Wirtschaftsausschuss mitberatend. Ich rufe nunmehr den